beim Club 3. Das ist die letzte Sendung vor der Sommerpause und unser Gast heute ist Minister Johannes Rauch, Minister für Soziales, Gesundheit, Pflege, Konsumentenschutz und Tierschutz, ganz wichtig. Und mit mir diskutieren heute Ida Metzger von der Kronenzeitung und Christian Böhmer vom Kurier. Herr Minister, wir starten so ein bisschen mit Pflege, Soziales. Mir ist heute aufgefallen ein Satz des Obmanns der Gesundheitskasse, Andreas Huss, der über die Patientenmilliarde, die für viel Aufregung gesorgt hat, am vergangenen Wochenende gesagt hat, das sei ein reiner Marketing-Gag gewesen. Jetzt können Sie sagen, ja, ich war damals nicht in der Regierung und die Grünen auch nicht, aber Marketing-Gag für diese Milliarde, die nie gespart wurde, ist doch ein sehr hartes Wort vom Verantwortlichen. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach dieser Milliarde und habe sie nicht gefunden. Sie ist nicht vorhanden. In keiner Schublade im Ministerium, es gibt sie nicht. Und ich habe zu denen gehört, die damals schon gesagt haben, man kann über Zusammenlegung diskutieren, über Strukturbereinigungen diskutieren, aber es wird diese Milliarde nicht geben. Und es gibt sie nicht. Und da würde ich schon auch sagen, da ist was versprochen worden, wo vollkommen klar war, das ist nicht haltbar, das geht sich nicht aus. Darunter leidet die Politik insgesamt, ja, Versprechungen zu machen, die nicht halten, und dem sollte man sich entschlagen. Das heißt aber auch, Sie rechnen nicht damit, dass das, wie man es jetzt manchmal gehört hat, langfristig nach 5, 6 Jahren dann die Einsparungen von einigen 100 Millionen pro Jahr möglich sind. Schauen Sie, wir haben zwei wirklich große Kostenblöcke, natürlich im Gesundheitswesen, im Sozialwesen, bei einer älter werdenden Bevölkerung. Und es ist einfach eine Illusion zu glauben, dass entlang der Demografie, die wir haben, bei der zunehmenden Anzahl von älteren, sehr alten und dann auch pflegebedürftigen Menschen relevante Einsparungen im System zustande gebracht werden können. Wir werden jetzt die Pensionen anpassen müssen entlang der Teuerung. Wir werden auch im Bereich der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte uns was einfallen lassen müssen, weil es da einen wirklichen Notstand inzwischen gibt in der Versorgung. Und auch im stationären Bereich wächst der Bedarf. Also ich sehe da nicht, wie es noch einmal bei einer älter werdenden Bevölkerung große Einsparungspotenziale geben kann. Darf ich da kurz einhaken? Die OECD konstatiert seit, glaube ich, seit 20 Jahren, dass die Österreicher sehr, sehr alt werden, aber eben im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Europa sehr krank alt werden. Also wäre es nicht, wenn Sie sagen, man kann hier wenig sparen und das wird sicher nicht billiger werden, wäre es nicht ein Gebot der Stunde zu sagen, gut, dann müssen wir viel, viel mehr für die Vorsorge tun. Da ist ja eigentlich die letzten 10 Jahre wenig bis gar nichts passiert. Ich gebe Ihnen zu 100% recht. Es geht darum, die Anzahl der guten Jahre, also gut im Sinne von gesund, mobil, in der Lage, sein Leben selbst zu bestreiten, dass die Anzahl dieser Jahre steigt. Da sind wir nicht gut im europäischen Vergleich. Und richtig ist, dass wir in Österreich ein System haben, in der Finanzierung und auch in der Organisation, das im Prinzip nur zwei Aggregatzustände kennt beim Menschen. Gesund oder krank. Und die Vorsorge und die Prophylaxe ist unterschätzt und vernachlässigt und die Nachsorge ebenfalls, weil sofort, wenn es in Richtung Vorsorge geht, gesagt wird, das können wir nicht bezahlen, das ist keine Heilbehandlung. Und selbiges gilt dann für die Nachsorge auch. Das heißt, wir müssen uns entlang dieser sehr starren Finanzierungssysteme, die abgegrenzt sind zwischen Sozialversicherung, Ländern, Bund, überlegen, wie wir das gestalten, um die Durchlässigkeit herzustellen. Und ja, es muss mehr Geld hinein in die Vorsorge, in die Prophylaxe, und es muss mehr Geld hinein in die Nachsorge. Das heißt, Menschen, wenn sie krank waren oder operiert worden sind, wieder Mobilität und Selbstständigkeit erreichen. Sie haben jetzt gerade, Herr Minister, gesagt, dass die Bevölkerung immer älter wird, womit wir gleich zur Pflege kommen könnten. Warum wurde denn bei der Gehaltserhöhung für die Pflegekräfte eigentlich auf die Heimhilfen vergessen und da in letzter Sekunde nachgebessert? Naja, es war zunächst so, dass mein Anliegen war, das rasch zustande zu bekommen und auch in diesem Volumen, dieser Breite. Wäre das nicht gelungen, wäre es ein katastrophales Signal gewesen, nach so vielen Jahren der Versprechungen nicht in die Gänge zu kommen. Das hat zur Folge gehabt, dass das Volumen begrenzt ist mit dieser 1 Milliarde, das weiß ich, und die Zeit auch knapp war. Die Nachbesserungen sind zustande gekommen, weil wir die Begutachtung gemacht haben und da auch berechtigte Einsprüche gekommen sind. Und jetzt gibt es zusätzlich noch Geld dafür, was ich auch für richtig halte. Ursprünglich war es deshalb nicht eingetaktet, weil die 1 Milliarde, ich mir überlegt habe, wie erziele ich eine Wirkung?
Und je breiter ich werde, desto weniger wäre die Wirkung für die einzelne Gruppe gewesen. Jetzt gibt es mehr Geld dafür, ist gut. Und im Übrigen ist die Botschaft auch klar. Da wird es nicht getan sein mit dieser 1 Milliarde, mit diesem einen Schritt. Ja. Das ist ein jahrelanges Projekt. Wir stehen vor einer Situation, dass wir 80.000 Pflegekräfte brauchen bis 2030. Wir haben eine Situation am Arbeitsmarkt, dass mittlerweile ein unglaublicher Konkurrenzkampf um Arbeitskräfte entbrannt ist in allen Branchen, im gesamten Gesundheitssektor. Und wir schauen müssen über Jahre hinweg, wie schaffen wir es, Arbeitsbedingungen so attraktiv zu machen, dass Menschen einsteigen in diesen Beruf. Und das ist nicht getan mit den Schritten, die wir jetzt gemacht haben. Mir ist das klar. Das ist für mich eine Langzeitaufgabe, jedenfalls die nächsten paar Jahre, solange bin ich an dem Amt im Übrigen. Aber wenn wir uns darum nicht kümmern, dann werden wir nicht in der Lage sein, Pflege in der Qualität, die wir haben in Österreich, und die ist Gott sei Dank hoch im internationalen Vergleich, zu halten. Ja. Da werden wir uns einiges einfallen lassen müssen. Und wenn ich noch eine Nachfrage stellen darf, wann wird dann die prekäre Arbeitssituation von den 24-Stunden-Hilfen verbessert? Es gibt jetzt schon 16 Millionen, die bereitgestellt sind dafür. Die werden aufgestockt von den Ländern, weil es eine 60-40-Finanzierung gibt. Das muss über eine 15a-Vereinbarung geregelt werden. Da sind wir mit den Ländern schon im Gespräch, in Verhandlung. Wird bis zum Herbst auf der Reihe sein. Aber auch da gilt, da sind uns während der Pandemie etwa 2.000 oder 3.000 Betreuerinnen, sind vor allem Frauen, abhanden gekommen. Die sind einfach nicht mehr da. Und von den Säulen, die wir haben in der Pflege alter Menschen oder pflegebedürftiger Menschen, ist die 24-Stunden-Betreuung ein wesentlicher Bestandteil. Natürlich die Pflege zu Hause, die ambulante Pflege und die Pflege in stationären Einrichtungen, also in Alten- und Pflegeheimen. Wir brauchen bei allen drei Säulen, die wir da haben, Nachbesserungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, um, wie ich gesagt habe, den Pflegestandard überhaupt zu halten, den wir haben. Wäre es unangemessen zu sagen, dass in 5 Jahren, wenn Sie wahrscheinlich nicht mehr Sozialminister sind, dass es aus der 1 Milliarde mit Angehörigenbonus etc. eher 2 Milliarden werden? Würde ich teilen. Das würde ich teilen, die Einschätzung. Wobei das Geld die eine Sache ist und die Anreizsysteme zu schaffen, die viel schwierigere Frage wird sein, wie gelingt es, Personal zu bekommen. Und das wird nicht ausreichen, dass wir uns in Österreich auf die Suche machen. Das reicht nicht mehr. Da ist mein Zugang, wir werden da, ich sage es ganz klar, Zuwanderung auch brauchen, weil wir gar nicht die Kapazitäten haben an jungen Leuten, die verfügbar sind, die in den Beruf gehen, aufgrund der Konkurrenzsituation. Und die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass Österreich durch eine Abschottungspolitik jetzt 20 Jahre lang betrieben worden ist, wo alles, was von außen kommt, per se als fremd oder gefährlich deklariert worden ist, Schwierigkeiten haben, als Standort Menschen überhaupt zu bekommen, weil die sich überlegen, wo gehe ich hin? Soll ich nach Österreich gehen, wo ich möglicherweise angepflaumt werde, weil ich fremd bin, unter Anführungszeichen, oder eine andere Muttersprache habe, oder gehe ich irgendwo hin, wo ich willkommen bin? Und wir haben ein Imageproblem, was das angeht. Ja? Und das zu beseitigen, wird eine Zeit lang brauchen. Das heißt aber, Sie sprechen von zum Beispiel Pflegekräften, die aus dem außereuropäischen Bereich, nennen wir es mal so, kommen müssen, zum Beispiel Ostasien, Philippinen oder Afrika, was wir relativ stark über eine Zeit lang im Pflegepersonal in den Krankenhäusern haben oder hatten. Also Ostasien, ja, Afrika vor allem wäre der Bereich. Ich habe da in mir ein moralisches Dilemma, das gebe ich auch zu. Ja? Weil es hat schon ein bisschen auch einen kolonialen Anstrich. Jetzt, wo im globalen Norden die Situation ist, wie sie ist, auch entlang der Demografie, wir dann in die Länder des Südens gehen und dort Arbeitskräfte abwerben sozusagen. Ja, jetzt kann ich sagen, okay, die haben viel mehr junge Leute, die auch keinen Job haben dort, aber es hat den Teil auch. Aber es wird nicht ohne gehen, das ist so. Ja? Wir werden uns einfach überlegen müssen, wie schaffen wir es, Menschen zu ermutigen, nach Österreich zu kommen und hier zu leben und zu arbeiten, nicht nur in der Pflege. Welchen Anteil hat Ihr Koalitionspartner an diesem Imageproblem, das Sie konstatieren?
Den größten Anteil hat eindeutig die FPÖ, da muss man nicht lang reden. Ja. Die haben es geschafft, über Jahrzehnte da eine Angstkultur zu etablieren, die ihresgleichen sucht, die vollkommen irrational ist, ja, wo permanent alles in einen Topf geworfen wird, qualifizierte Zuwanderung, Flucht, Asyl, Migration. Es ist alles eines, ja, und es ist eine Stimmung entstanden in der Bevölkerung über viele Jahrzehnte, die es überhaupt nicht mehr möglich macht, da differenziert darüber zu sprechen. Ja. Halte ich für ein wirkliches Problem. Und die ÖVP hat jedenfalls in der Zeit, wie sie in Koalition war, mit der FPÖ, das mittransportiert. Alexander Schallenberg ist noch immer Außenminister und war in der Frage auch vielleicht Ministerin Edtstadler schon einer der Scharfmacher. Wie können Sie damit leben, dass in dieser Regierung ja noch nicht nur Spurenelemente, sondern Personen vertreten sind, die genau diesen Kurs gefahren haben in dem Das moralische Dilemma haben Sie jetzt auf etwas anderes bezogen. Wir haben verstanden, spannende Diskussion. Aber wie leben Sie damit, dass Sie jetzt zum Teil in der Regierung als Gegenüber jene haben, die in einem brutalen Antimigrationskurs Stimmen maximiert hatten? Also ich orte da schon auch einen Wandel, auch in der Einstellung. Ja. Weil sich ja die Verhältnisse massiv geändert haben und die Weltlage und die globale Lage eine komplett andere ist. Ja. Wir werden es zu tun bekommen mit einer Krisengemengelage, die ihresgleichen sucht. Ja. Und das hat schon eine gewisse Dramatik auch und bedeutet auch, Krisenmanagement auf vielen Ebenen machen zu müssen. Energiefrage, der Krieg in der Ukraine. Ja, dann die Teuerung, mit der wir konfrontiert sind, mit möglichen sozialen Verwerfungen, die sich dort abbilden. Die Pandemie ist nicht vorbei, alles dieses. Ja. Und entlang dieser Situation merke ich schon die Bereitschaft, auch über bisher enge Grenzen hinauszudenken und über Dinge nachzudenken, die bisher nicht möglich waren. Ja. Also da bewegt sich was. Kommen wir vielleicht zu dem Thema, das uns seit 2 Jahren beschäftigt, Corona. Jetzt haben Sie plötzlich die Impfpflicht abgeschafft. Warum wurde die abgeschafft? Der scheidende oder Ex-Landeshauptmann der Steiermark, Hermann Schützenhöfer, hat das stark kritisiert und hat gesagt, man kann sie einfach nicht anwenden im Moment. Aber warum schafft man es gleich ab? Weil das ist ja ein wichtiges Werkzeug, um die Pandemie zu bekämpfen. Und ein Mechaniker wird sein wichtigstes Werkzeug auch nicht gleich wegschmeißen, sondern den Werkzeugkoffer lassen, bis er es braucht und rauszieht. Die Impfpflicht ist ein völlig untaugliches Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen. Sie funktioniert schlicht und einfach nicht. Das ist ein Vorschlaghammer, mit dem ich nicht zugange komme. Ja. Hätte man die Impfpflicht auf einer anderen Basis eingeführt, hätte man, also ich tue jetzt im Konjunktiv reden, im Sommer letzten Jahres dazu einen breiten Meinungsbildungsprozess gemacht, möglicherweise eine Volksabstimmung dazu gemacht. Ich wäre mir sicher gewesen, es hätte eine Mehrheit gegeben und der Diskurs wäre ein völlig anderer gewesen. Die Impfpflicht ist in einer Situation geboren worden, damals in dieser legendären Sitzung am Aachensee, wo die Landeshauptleute zusammengesessen sind und sozusagen in dieser Gemengelage Lockdown, Impfpflicht, das dann geboren haben, mit der Absicht oder mit dem Wunsch, dann die Impfquote erhöhen zu können. Das ist einfach nicht passiert, erster Punkt. Zweiter Punkt, eine Impfpflicht ist ein massiver Eingriff in die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte. Das muss verfassungsrechtlich halten. Und deshalb ist die Impfpflichtkommission eingesetzt worden, bestehend aus 2 Juristinnen und Juristen und 2 sozusagen Fachleuten aus der Ärzteschaft, um abzuwägen, geht sich das fachlich aus und geht sich das verfassungsrechtlich aus. Und die haben 2-mal gesagt, aufgrund der Omikron-Situation, die wir haben, nein, das geht sich nicht aus. Und deshalb war mein Zugang, nachdem ich den Eindruck hatte, die Impfpflicht verhindert eher die Bereitschaft, impfen zu gehen, auch bei Menschen, die grundsätzlich bereit sind, die sagen, ich mache das schon, aber nicht unter Zwang, sie zu beseitigen und so die Compliance zur Impfung oder die Zustimmung zur Impfung wieder in die Höhe zu bekommen. Das war der Zugang. Wie war Ihre Argumentation, als die Impfpflicht abgeschafft wurde, formal abgeschafft wurde, erst vergangene Woche im Parlament? Mir war diese Argumentation nicht ganz verständlich. Sie haben wörtlich gesagt, die Impfpflicht bringt niemanden zur Impfung. Das sieht man an den wenigen Menschen, die sich derzeit impfen lassen. Aber diese Impfpflicht wurde ja niemals scharf gestellt. Also ich wüsste nicht, wie man anhand der Impfpflicht, die nicht gegolten hat, sehen könnte, dass wenige Menschen hingehen. Das ist die faktische Argumentation. Aber es gibt eine gesamtgesellschaftliche Gemengelage, auch angefacht von der FPÖ im Übrigen, ja, wo es
also dermaßen abenteuerliche Anfragen gibt es gerade jüngst wieder von einem Abgeordneten der FPÖ, wo eine Stimmung erzeugt worden ist, die uns die Bereitschaft auch bei anderen Impfungen völlig zusammengekaut hat. Mhm. Ja, und wo also ich bin ja konfrontiert mit Vorwürfen von der FPÖ im Parlament, sie sind verantwortlich für den Tod von Tausenden von Menschen, die in Impfschäden sterben. Das wird geglaubt von einem größeren Teil der Bevölkerung und verunsichert, und das ist der wahre Punkt, verunsichert Menschen, die an sich die Bereitschaft haben, sich impfen zu lassen. Ja. Und ich kann ja nicht formal ein Ding aufrechterhalten, wo Menschen den Eindruck haben, ich werde zu was gezwungen, das will ich aber nicht. Ja. Ich habe jetzt den Zugang gewählt, diese Impfkampagnen, wo wir, oder wo der Gesundheitsminister sagt, geht's impfen, die nützen sowieso nichts. Die Leute lassen sich das nicht sagen. Wir machen es jetzt anders. Wir gehen hinein in Betriebe, in Gemeinden, sehr basisnahe. Dort Aufklärungsarbeit, Informationsarbeit in den Arztpraxen. Und sozusagen von Mensch zu Mensch zu erklären, warum Impfen schützt, auch jetzt. Ja, und auch zu sagen, es schützt nicht vor Ansteckung per se, aber vor schweren Verläufen. Das ist ein wichtiges Instrument. Und bitte, hier ist das Angebot. Ja. Es wird geben jetzt von der Ärzteschaft die Information aller Risikopatientinnen und Risikopatienten, die in ihrer Kartei sich befinden, proaktiv. Ja. Hingehend auch zwei Dinge, es gibt eine Impfung, oder eine Auffrischung, die notwendig ist, und es gibt Medikamente. Bitte meldet euch, wenn ihr positiv seid, um zu diesen Medikamenten zu kommen. Ist das nicht alles schon passiert, Herr Minister? Wir haben jetzt 2 Jahre intensive Information hinter uns. Die Medien haben volksbildnerisch gearbeitet. Experten treten auf, es gibt diverse Kommissionen. Die Ärzte informieren. Muss man nicht einfach damit leben, dass jetzt 13% oder 17% oder je nachdem sagen, mich interessiert die Impfung nicht. Ich bin gesund, ich bin jung, Corona gibt es nicht. Und wie reagiert dann die Politik drauf? Das ist richtig. Also diese 10-12%, also von Menschen, die sagen, nie im Leben lasse ich mich impfen. Ob Impfpflicht oder Aufklärung oder sonst, ich lasse mich nicht impfen. Die bekomme ich nicht. Da muss ich mich abfinden. Wir konzentrieren uns auf die Personen, die bereit sind, sich impfen zu lassen, die vielleicht ein bisschen nachlässig geworden sind, die auch argumentieren, naja, jetzt hat man uns gesagt, lasst euch impfen, dann werdet ihr es nicht mehr bekommen, jetzt habe ich es trotzdem bekommen, was soll das, nie wieder lasse ich mich impfen. Ja? Denen zu erklären, Leute, es hat sich die Situation verändert, das Virus ist mutiert. Und die Impfung, ja, sie schützt nicht vor Ansteckung, jedenfalls nur kurze Zeit, aber sie schützt euch vor schweren Verläufen und auch vor Long-Covid. Ja, und bitte lasst euch auffrischen. Das ist die Botschaft. Wir müssen diese Bereitschaft wieder in die Höhe bekommen und daran arbeiten wir. Aber wenn man weiß, dass die Impfung das richtige Mittel an sich ist, um quasi zumindest schwere Verläufe zu verhindern, warum hat man als Politiker nicht einfach den Mut dazu, die Impfpflicht aufrechtzuerhalten, sondern sagt, ich muss an der Bereitschaft arbeiten? Es arbeitet ja auch niemand daran an der Bereitschaft, dass wir alle Steuern zahlen wollen, sondern wir zahlen es, weil es der Staat uns vorschreibt. Ja, aber die Impfpflicht bringt die 10-12% Menschen, die sich nicht impfen lassen, sowieso auch nicht zum Impfen, weil die nehmen auch Strafen in Kauf, die, keine Ahnung, 5.000 Euro Größenordnung wären. Und die anderen bringe ich hin, indem ich sage, ihr seid schon mal impfen gewesen. Die waren schon einmal da. Die haben eine grundsätzliche Impfbereitschaft. Und bei denen muss ich andocken und sagen, okay Leute, wir wissen, niemand hat Lust, sich jährlich einmal oder vielleicht zweimal impfen zu lassen, aber es ist notwendig. Ja. Ich muss ja dort auch, da geht es übrigens mit der Impfpflicht auch nicht, ja. Ich muss dann sagen, weil dann sagen sie, ich habe mich jetzt dreimal impfen lassen, das war's für mich. Ja. Und ich kann ja nicht eine Impfpflicht auswälzen oder auswalzen, dann auf einen beliebigen Zeithorizont und beliebig oft wiederholend. Die Grundimmunisierung, die bekommen wir. Ja. Wichtig ist jetzt, und das hat mit der Impfpflicht dann nichts mehr zu tun, die Auffrischung zustande zu bekommen. Und wir werden das andocken, auch an das jetzt beschlossene nationale Impfprogramm, erstmals Influenza-Impfung gratis für alle ab nächsten Jahr, war ein Riesenkraftakt zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungen. Und da dann auch anzudocken und sagen, es wird 2 Impfungen geben, die sind einfach normal, sollten normal sein im Herbst, Influenza-Impfung und die Covid-Impfung. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind nach dieser Werbepause wieder zurück mit Herrn Minister Johannes Rauch. Willkommen zurück beim Club 3 mit Johannes Rauch, Minister für sehr vieles. Wir diskutieren hier gemeinsam mit Ida Metzger und mit Christian Böhmer.
Herr Minister, wir sind mitten in der Diskussion rund um Corona, Impfungen und so weiter. Gegen Ende der Woche gab es ungefähr 12.000 Fälle täglich an Neuerkrankungen, allerdings bei nur mehr 100.000 Testungen. Bei der letzten hohen Welle waren es 700.000 Testungen. Und Sie haben gesagt, Sie sehen derzeit keine Notwendigkeit, aktiv zu werden. Wie können Sie das begründen? Wien sieht das anders. Ich hatte diese Woche, vor zwei Tagen, einen Call mit allen Landesspitälern, weil ich mir ein Bild machen wollte, selbstverständlich. Wie ist die Situation dort? Wie ist die Einschätzung? Und die war jedenfalls so, dass es beim Personal schon urlaubsbedingt und aufgrund nach zwei Jahren Pandemie Engpässe gibt, aber jedenfalls nicht so, dass dort eine akute Notsituation herrscht. Und insgesamt geht es einfach darum, sich zu überlegen oder dass wir uns überlegen müssen, wie schaffen wir es, nach zwei Jahren Pandemie mit einem sehr hohen Ausmaß auch an Anstrengungen für die Gesamtbevölkerung mit Einschränkungen in einen Modus zu kommen, entlang der Varianten, die wir jetzt haben, nämlich Omikron, die zwar deutlich ansteckender sind, aber zu weniger schweren Verläufen führen, einen Weg zu finden, der Balance zwischen Schutz von vulnerablen Gruppen auf der einen Seite und möglichst viel an Leben zu ermöglichen auf der anderen Seite. Das machen alle europäischen Staaten inzwischen. Es gibt nur noch wenige Staaten, die überhaupt Einschränkungen haben, 5 oder 6. Wir sind mit dabei. Es gibt einige Staaten, die haben überhaupt keine Maßnahmen mehr, auch keine Verankerung mehr im Epidemiegesetz von Covid-19, auch keine Absonderungs- und Quarantäneregeln mehr. Wir sind da in einem Mittelweg unterwegs. Und ich versuche bestmöglich, diesen Weg zu gehen und auch zu vermitteln, es ist auch gesellschaftlich nicht möglich, einen permanenten Dauerkrisenzustand aufrechtzuerhalten. Oder Beispiel, Schulschließungen kommen für mich überhaupt nicht mehr in Frage, weil die Kollateralschäden, die damit angerichtet werden oder worden sind zum Teil, inferior sind. Da haben Kinder ein Bildungsjahr verloren, das sie nie wieder aufholen können. Und das trifft wieder zum wiederholten Male Familien oder Kinder von Familien, die es sich eben nicht leisten können, auf private Nachhilfe zurückgreifen zu können und das dann aufzuholen. Das heißt, da werden Bildungsdefizite generiert, die einfach nicht mehr aufholbar sind. Und das heißt auch Balance. Es geht bei Covid nicht nur um Gesundheit im Sinne der Abwesenheit einer körperlichen Erkrankung. Es geht auch darum, psychische Folgeschäden mitzubedenken. Es geht auch darum, das sind Rückmeldungen aus Alten- und Pflegeheimen, man kann ein Besuchsregime auf Dauer etablieren, die eine vollkommene Abschottung der alten und pflegebedürftigen Menschen in Heimen bedeutet. Das geht nicht. Ja? Und von der wirtschaftlichen Seite wird es noch gar nicht gesprochen. Also wir brauchen eine Gesamtbetrachtungsweise auf die Situation und eine Gesamtbeurteilung. Und bitte mit etwas mehr auch Ruhe, bei aller Vorsicht. Und ich bin nicht der, der sagt, es ist eh vorbei. Nein, ist es nicht. Aber eine Einordnung entlang eines gewissen Ausmaßes an Normalität. Hat sich aus Ihrer Sicht dieser Weg der Kleinteiligkeit bewährt? 9 verschiedene Impfplattformen, unterschiedliche Maßnahmen in den Bundesländern. Wenn man mit dem Zug von Graz oder Linz nach Wien fährt, muss man an der Landesgrenze eigentlich eine Maske tragen. Das trägt ja nicht unbedingt zur Verständlichkeit von Maßnahmen und zur Verständlichkeit von Politik bei. Ich gebe Ihnen zu 100% recht. Hat auch der Rechnungshof kritisiert, diese Kleinteiligkeit auch der Maßnahmen zum Teil. Das ist halt auch geschuldet, wie soll ich sagen, der österreichischen Realverfassung. Wir haben 9 Bundesländer, die haben zum Teil auch eigenständige Kompetenzen. Mein Bemühen ist es schon, österreichweit möglichst einheitliche und durchgängige Regeln zu haben. Und ich habe sehr viel Zeit investiert in den Austausch mit den Gesundheitslandesrätinnen, um da einen gewissen Schulterschluss auch zustande zu bekommen. Das gelingt in manchen Bereichen besser, in manchen weniger gut, aber es sollte bestmöglich einheitlich sein. Wird es dann im Herbst anders sein, dass man sagt, in Österreich in geschlossenen Räumen gelten einheitlich diese Regeln, dass wenn ich mich zwischen Landesgrenzen bewege, ich zumindest verstehen kann, welche Regeln das gelten? Das wäre jedenfalls meine Absicht, weil ein Kudel an Maßnahmen ist ja auch nicht kommunizierbar. Wie soll es jemand verstehen? Warum soll es, keine Ahnung, im Burgenland anders sein wie in Vorarlberg? Versteht ja kein Mensch. Ja, eine gewisse regionale Differenziertheit ist auch deshalb zustande gekommen, weil die Infektionszahlen sich dann unterschiedlich entwickelt haben. Aber wir sind jetzt in einer Phase, wo wir uns darauf verständigen sollten, also gut, wenn wir Maskenpflicht machen, dann machen wir es einheitlich. Ja? Oder wir verständigen uns darauf, Schulschließungen nicht mehr stattfinden zu lassen. Ja? Oder also Durchgängigkeit, Einheitlichkeit, um es auch verständlich zu machen.
Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass die Quarantäne in Österreich noch gilt. Als einer der wenigen Länder, der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer, hat voriges Wochenende gefordert, dass sie quasi abgeschafft werden muss. Was ist da Ihre Meinung dazu? Kommt das bald aufgrund auch des Flughaus, weil ja irrsinnig viele, sieht man ja, überall fehlen die Leute, weil sie in Quarantäne sind. Ja, also Zurufe von Landeshauptleuten, die auch durchaus unterschiedliche Performance abgeliefert haben während der Pandemie, halte ich für entbehrlich, um es deutlich zu sagen. Ja. Wir prüfen das eigenständig und selbstständig und sind längst mit dabei. Das ist in der Wirklichkeit dann auch nicht ganz trivial umzusetzen, weil man schon auch wissen muss, wenn ich an dieser Schraube drehe, hat das eine Menge auch rechtlicher Implikationen, verfassungsrechtlich bis hinein ins Strafrecht, bis hinein ins Covid-Maßnahmegesetz. Also das muss man schon sorgfältig auch machen. Und ich bin nicht zu haben für das Erlassen von Verordnungen, wo dann am Ende ein Chaos rauskommt. Ja, das muss dann wirklich auch einheitlich und nachvollziehbar sein. Richtig ist, wir müssen einen Weg finden, sozusagen bei hohen Infektionszahlen, wo ein Contact Tracing gar nicht mehr möglich ist in der Wirklichkeit oder das Personal auch nicht mehr da ist, neue Formen zu finden, wie wir damit umgehen. Aber bitte, das werde ich dann diskutieren und auch öffentlich diskutieren, wenn klar ist, welche Möglichkeiten gibt es und wie tun wir da. Natürlich auch mit den Ländern. Ein bisschen nachhaken trotzdem. Sie hatten ja selbst gesagt vor 2 Wochen, die Quarantänepflicht ist in Prüfung. So wie Sie es jetzt auch selbst gesagt haben, dazu brauchen Sie Thomas Stelzer aus Oberösterreich offensichtlich nicht unbedingt. Aber das heißt, eine Option ist, dass die Quarantänepflicht fällt. Es ist eine Option. Wann sie kommt, wie sie ausgestaltet ist, in welcher Abstufung, in welcher Differenziertheit zwischen Quarantäne und freiwilliger Selbstabsonderung. Da gibt es ja Möglichkeiten. Aber die müssen ausgelotet werden, die müssen seriös am Tisch liegen und dann kommuniziert werden. Noch eine Frage. Direkt zu dem Komplex. Sie sagten eben, also Sie schließen aus, dass es wieder Schulschließungen gibt. Jetzt haben wir in der Vergangenheit immer wieder gehört, es wird keinerlei Lockdown mehr geben. Einen partiellen Lockdown schließe ich daraus, dass Sie gesagt haben, keine Schulschließung. Einen partiellen Lockdown können Sie sich offensichtlich schon vorstellen. Also ich habe gelernt, man kann Pläne machen, aber das Virus hält sich nie an den Plan. Mhm. Ja, es kann in irgendeiner Mutationsvariante auftauchen, die plötzlich hoch ansteckend und hochgefährlich ist. Ja, und dann kann man gar nichts ausschließen. Ich sage nur, Schulschließungen generieren Kollateralschäden, wo man sehr, sehr genau abwägen muss, auch im Falle einer Gefährdung, ja, oder wenn die Geschichte dann irgendwie in einer anderen Mutation daherkommt. Ist das gescheit, das zu machen? Oder findet man Möglichkeiten, trotzdem Schulen offen zu lassen und mit Maskenpflicht und am Testregime, das dann deutlich schärfer ist als bisher? Ja? Das ist die allerletzte Form, Schülerinnen und Schüler einfach nach Hause zu schicken, kollektiv, über Wochen, und dann Lernverluste zu generieren. Noch einmal, das ist relativ eindeutig. Es kann zu einer Situation kommen, in der es eine Form von Lockdown geben wird. Nur die Schulen sollen davon nicht betroffen sein. Wenn ich was gelernt habe, ist, wir können nichts ausschließen, weil natürlich Virusmutationen auftreten können oder irgendeine andere Form von irgendeinem Virus, ja, das wir noch gar nicht kennen. Es gibt ja 30.000 mögliche Zoonosen weltweit, die irgendwann aufschlagen können. Bedrohungspotenzial unbekannt. Ja. Da kann ich nicht hergehen und sagen, ich kann das alles auf alle Zeiten ausschließen. Geht nicht. Aber jetzt im Juli haben Sie ja 4 Szenarien, mit denen Sie rechnen. Was ist für Sie das Wahrscheinlichste für den Herbst? Also jetzt ist eher abschätzbar, bei aller Vorsicht. Ja. Wir haben jetzt Winter auf der Südhalbkugel der Erde, dort sehen wir, Omikron bleibt die dominierende Variante, ist auch abbildbar entlang der Verläufe, die etwa bekannt sind. Es zeichnet sich nicht ab aktuell, dass großartig sich an dieser Situation was verändert. Es wird wahrscheinlich sein, dass wir mit einer Omikron-Variante auch in den Herbst gehen. Es wird wahrscheinlich sein, dass wir jetzt im Sommer natürlich eine Welle haben, die dann aber jetzt zum Beispiel sich eher schon seitwärts bewegt und flach mit seit 5, 6, 7 Tagen bei 10.000, 12.000 erwartet worden ist, dass es eher raufgeht auf 20. Das ist alles mit Unsicherheiten behaftet. Aber die wahrscheinlichste Variante wird sein, wir werden auch im Herbst eine Omikron-Variante haben, die natürlich in Wintermonaten vielleicht dann etwas mehr durchschlägt, gemeinsam mit der Influenza auch. Aber die ist handelbar mit gelinderen Mitteln. Sie
Sie haben ja die Maskenpflicht abgeschafft und haben auf die Eigenverantwortung gesetzt. Tatsache ist, dass durch die Abschaffung der Maskenpflicht dann auch die Zahlen wieder sehr schnell angestiegen sind. Viele Kinder teilweise von der Landschulwoche oder auch viele Eltern sich jetzt kurz vor den Ferien infiziert haben und sich jetzt natürlich fragen und jetzt oft auch den Urlaub, den Familienurlaub, der schon länger geplant ist, nach 2 Jahren Pandemie nicht mehr antreten können. Wäre es nicht besser gewesen, das nicht zu machen, weil offenbar die Eigenverantwortung funktioniert in Österreich nicht? Dann werden wir es lernen müssen. Ganz einfach, wir werden es lernen müssen. Wir haben die Maskenpflicht nicht abgeschafft in alten Pflegeheimen, nicht abgeschafft in Spitälern. Wir haben es abgeschafft in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wien hat es nicht gemacht. Ja, in allen anderen Bereichen haben wir es. Jetzt werden wir vielleicht irgendwann kapieren müssen, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln ist es gescheit, Maske zu tragen. Jedenfalls, wenn Stoßverkehrszeiten sind, wenn ihr allein im Zug sind, dann nicht. Ja. Und irgendwann wird dieses Land auch lernen müssen, ein Stück weit selbst einzuschätzen, wie tun wir da. Es kann der Staat nicht alles von oben und bei jeder Gelegenheit vorschreiben, weil die Reaktionszeiten sind ja auch länger. Ja. Ich kann ja nicht, erstens einmal ist die Evidenz der durchgängigen Maskenpflicht so, dass sie schützt, Spitzen wegnimmt von Wellen, die wir haben, einen guten Eigenschutz darstellt und auch, ich schütze damit andere. Das ist erwiesen. Ja, es gibt natürlich Leute, die bestreiten auch das. Und die Wiedereinführung, wenn es schwieriger wird, wird genau entlang dieser Kette laufen. Da werden wir es halt wieder haben in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch im Handel, ja, auch in Lebensmittelgeschäften und in Schulen, ja, so, oder geschlossenen Räumen. Das wird es dann gewesen sein. Und entlang von dieser Gemengelage bewegen wir uns. Die Frage, das ist eine Einschätzung. War es zu schnell, war es zu früh? Mhm. Möglicherweise. Haben wir es zu spät eingeführt? Möglicherweise. Die Frage des Zeitpunktes stellt sich immer. Ja? Und da bin ich der Letzte, der sagt, okay, vielleicht sind wir in der Tendenz etwas zu früh beim Lockerlassen und etwas zu schnell beim Einführen oder etwas zu spät beim Einführen. Aber es ist eine Einschätzungsfrage dann immer auch. Ja? Weil auch die Prognosen, ja? Ich bin jetzt 4 Monate im Amt, und in diesen 4 Monaten haben sich die Prognosedaten ungefähr 5-mal verändert. Ja? Weil halt einfach die Planbarkeit nicht gegeben ist. Man, es wäre nett, wenn dieses Virus sich an unsere Pläne halten würde. Tut es nicht. Es ist halt so. Wie sehr hören Sie auf Experten? Weil das klang jetzt so danach, also Einschätzung, Daten. Sebastian Kurz hat immer wieder gemeint, dass er nicht unbedingt auf Experten hört. Die Impfkommission hat angeblich von der Abschaffung der Impfpflicht, jedenfalls Teile der Impfkommission, aus den Medien erfahren. Wie ist die Kommunikation jetzt? Das ist kommuniziert worden, also aktiv von mir. Ja, an alle Mitglieder von GECKO? Selbstverständlich. Die haben sich bei uns gemeldet und gesagt, nicht ganz der Wahrheit entsprechend, gesagt, dass sie nicht informiert gewesen wären. Ich habe natürlich im Vorfeld der Abschaffung mit allen Relevanten telefoniert und die informiert bis hin zu den Sozialpartnern. Okay. Also es ist, ja. Experten. Ich höre auf die. Mhm. Ja, und ich bin nicht jemand, der sozusagen sagt, die haben eh nicht recht und ich bin der Letzte, der diese Form von Wissenschaftsfeindlichkeit, die wir in diesem Land haben, auch nur annähernd teilt. Ich halte es für einen fatalen Fehler. Ja? Und diese Form, die Wissenschaft sozusagen angelehnt zu lassen, zu diskreditieren, die ist abenteuerlich. Die hat eine Historie, könnte man lange zurückgehen, ja. Wo kommt es her? Haben wir die Zeit nicht dazu. Was mein Job ist, ist die auch unterschiedlichen Meinungen der Wissenschaft einzuordnen. Ja? Und es gibt ja schon in allen Gremien, die wir haben, divergierende Meinungen. Die sind auch abgebildet. Ja? Und es gibt auch Entscheidungssituationen, wo es 50-50 steht. Auch bei den Expertinnen und Experten. Die sagen, ja, geht. Die anderen sagen, nein, geht nicht. Und dann ist es Aufgabe der Politik zu entscheiden und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und das tue ich. Es ist meine letzte Verantwortung und die habe ich zu tragen, auch mit allen Konsequenzen, weil ich muss die Entscheidung treffen. Aber ich treffe sie auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht aus der hohlen Hand heraus. Letzte Frage zumindest von mir in diesem Zusammenhang. In der vergangenen Woche fanden die Zulassungstests fürs Medizinstudium in Österreich statt. Grosso modo kann man sagen, dass von denen, die antreten, ungefähr jede Zehnte dann auch tatsächlich einen Studienplatz bekommt. Das heißt nicht, dass jeder oder jede Zehnte auch Arzt oder Ärztin würde. Das habe ich 2-mal durchgehört.
vielleicht täusche ich mich, dass wir eigentlich zu wenige Ärztinnen in Österreich haben. Im ersten Block, also sprachen über Pflege und Betreuung. Und jetzt nochmal, Sie sind selbst verheiratet mit einer niedergelassenen Ärztin. Haben wir zu wenige Ärztinnen in Österreich und sollte sich etwas ändern an der Zulassung bei den Universitäten? Also wenn wir das Gesamtsystem durchdiskutieren von der Ausbildung über die Verankerung im stationären oder im niedergelassenen Bereich, gibt es jede Menge Stellschrauben, an denen man drehen muss. Studium ist eines. Ja? Oder die Überlegung, ob ein bestimmter Anteil der Medizinstudenten und Medizinstudenten verfügbar sein sollte für, weiß ich nicht, öffentliche Einrichtungen. Ja? Es gibt einen bestimmten Prozentsatz, 5% der Studentinnen und Studenten können jetzt aktuell sozusagen belegt werden von der öffentlichen Hand, aktuell übrigens vom Bundesheer mit 10 Plätzen, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, ja, die für ihren eigenen Bereich dann ein Kontingent haben. Ja, und da wird man darüber reden müssen, wie schaffen wir es, dort A, die Leute zu halten, B, zu überlegen, sind die Zulassungskriterien oder die Aufnahmetests, bilden die ab, was es wirklich braucht? Oder muss dort nicht das Spektrum erweitert werden und weg von dieser etwas mechanistischen Abtestung von... Muss ich wirklich wissen, was die heißen, ja, welche Unschärferelation ist, um eine Grippe zu ja, oder muss ich nicht auch wissen, wie Gesellschaft funktioniert oder was psychische Gesundheit ist oder wie Gemeinwesen funktioniert? Muss ich nicht auch eine Ahnung haben, um einordnen zu können als Medizinerin, als Mediziner, was es bedeutet, keine Ahnung, wenn jemand in die Ordination kommt, der in beengten Wohnverhältnissen lebt und soziale Probleme hat? Ja? Ich meine, ja. Also da irgendwie auch nachzuschärfen, würde ich schon für gescheit halten. Im Übrigen nicht nur bei der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, auch bei meiner eigenen Profession der sozialen Arbeit oder bei anderen, aber das ist ein dann weites Feld. Wir gehen in eine weitere Werbepause und sind dann zurück beim Club 3 mit Minister Johannes Rauch. Herzlich willkommen zurück nach der Werbepause beim Club 3. Minister Johannes Rauch bei uns, Ida Metzger, Christian Böhmer. Herr Bundesminister, wir kommen zum Thema der Teuerung und der Teuerungshilfe, die Sie als Sozialminister zentral betrifft. Es hat mehrere Landeshauptleute, Drexler, Doskozil gegeben, die gesagt haben, bei einem Brutto-Monatsgehalt von 18.000 Euro stehen Ihnen Teuerungshilfen von mehreren 100 Euro zu. Das ist eigentlich Unsinn und sozial nicht treffsicher. Warum machen Sie das? Naja, die Teuerung wird uns erstens noch länger begleiten. Ursachen können wir noch reden, dann sind auch nicht nur Hausgemachte im Übrigen. Ja. Und Inflation, wie soll ich sagen, müsste man historisch betrachten, wie ist es dann eingeordnet worden als Drohkulisse. Inflation sozusagen macht unseren Lebensstandard kaputt. Jetzt haben wir ein bisschen andere Gemengelage mit Krieg in der Ukraine und Lieferkettengeschichte und so weiter. Faktum ist, Teuerung ist da. Die ist abgebildet, auch beim Lebensmitteleinkauf. Ja, betrifft vor allem Menschen mit geringen und niedrigen Einkommen, ist richtig. Wir haben in Österreich, und ich habe das verglichen auch mit anderen Staaten, in Summe, also wenn ich zusammenzähle, was wir an Corona-Hilfen auf den Weg gebracht haben, was wir mit der Steuerreform gemacht haben, jetzt die 28 Milliarden an Teuerungshilfen, das größte Paket in Europa geschnürt. Die Deutschen haben Teuerungshilfen von 25 Milliarden auf den Weg gebracht, davon 2 Milliarden nur bei den unteren Einkommen. Das wären umgelegt auf Österreich 200 Millionen. Wir sind da in deutlich anderen Kategorien. 28 Milliarden allein für Österreich. Das ist ja Ihre Frage, ja. Weiß ich. Ja, jetzt kenne ich den Zugang. Warum muss ich kriegen einen Energiegutschein oder irgendeine Hilfe? Ja? So, kann man sagen. Könnte man auch anders gestalten, indem ich mit Haushaltseinkommen, Nachweis von irgendwelchen Unterlagen, dann sehr fein ziseliert die Hilfen ausschütte. Das hätte gedauert. Ja. Sehr ähnliche Situation wie bei den Kurzarbeitshilfen für Unternehmen während der Corona-Pandemie. Auch da hat es Mitnahmeeffekte gegeben. Ja. Und die Entscheidung zwischen Treffsicherheit und Geschwindigkeit ist eine, die nicht einfach ist, weil ich weiß, dass wir damit sozusagen unerwünschte Nebeneffekte generieren. Aber uns der Mühe zu unterziehen,
wie zahlen wir es aus, wie erheben wir es, wie geht es mit dem Finanzamt, wie geht es mit dem Datenschutz? Wir können nicht einfach Daten verschneiden, ja, die da sind miteinander. Geht nicht. Also es geht, Entschuldigung, ich unterbreche, aber das heißt, es geht nicht, dass ich das eine Mindestsicherung an Wohnbauhilfen etc. einfach knüpfe, wie es zum Teil in der Steiermark und in anderen Bundesländern passiert ist. Nein, weil ich Unschärfen habe. Ich muss dann definieren, wie ist es mit den Haushaltsgrößen? Wie lange ist die Person dort? Stimmt es zusammen mit anderen Einkommens- oder Nebeneinkommensmöglichkeiten? Ja? Also ich kenne ja diese aus der sozialen Arbeit diese Einkommensnachweise und Nachweisführungen, um die Treffsicherheit zu erzielen, sehr genau. Das ist ein bürokratischer Aufwand. Man kann ihn machen. Natürlich geht's, ja, aber es dauert. Ja. Und uns war es extrem wichtig, da sofort in die Gänge zu kommen und die Auszahlungen dann halt jetzt mit der Familienbeihilfe beginnend im August, dann im September kommt die nächste Geschichte im Oktober wieder, das zustande zu bekommen. Ja, und ich weiß, da kann man kritisieren, das ist nicht in allen Fällen treffsicher. Kurze Nachfrage nur, wir haben uns kurz angeschaut, Teuerungsausgleich, Klimabonus, Antiteuerungsbonus, Einmalzahlung bei der Familienbeihilfe. Glauben Sie wirklich, dass ein Mensch draußen, der diese ganzen Hilfen bekommt, wirklich noch zuordnen kann, wofür er sie bekommt? Also gibt es irgendeinen Steuerungsmechanismus oder muss man sagen, okay, ein Haufen Geld für dich und mach damit, was du willst? Also erstens glaube ich, dass das bei den Menschen, die geringe Einkommen haben, denen ist egal, woher das Geld kommt oder wofür es genau ist, weil sie geben es eh immer fürs Gleiche aus, also nämlich für Energiekosten, für Miete und für Lebensmitteleinkäufe. Ja? Mhm. Also die Einkommensgruppen, die es wirklich brauchen, wie ein bisschen Brot, bei denen ist das Budget, das Haushaltsbudget, das sie haben, ohnehin extrem belastet, genau mit diesen drei Bereichen. Und denen ist relativ wurscht, wo es herkommt, Hauptsache es kommt. Und deshalb kann ich auch die Kritik nicht verstehen, dass es eh nur Einmalzahlungen sind. Das sind Soforthilfen, die entlasten. Und da ist eine zweiköpfige Familie mit bis zu 2.600 Euro entlastet. Und das ist viel Geld für die. Ja. Und die strukturellen Maßnahmen, also die Valorisierung der Sozialleistungen heißt, Sozialleistungen werden angepasst an die Teuerung. Ist ein epochaler Schritt, weil es wird auch nicht mehr weggehen. Das bleibt. Ja? Das heißt, es ist sichergestellt, dass in Zukunft Transferleistungen automatisch auch an die Teuerung angepasst werden. Das ist ein Riesenschritt auch für die Menschen, die es unbedingt brauchen. Na, mach du. In einer Fragestunde im Parlament haben Sie vergangene Woche gesagt, die Inflation bei kleinen und mittleren Pensionen muss abgegolten werden. Das heißt, eine Erhöhung der Pensionen um 8-10%. 10% wird die Inflation vielleicht nicht sein, aber ich zitiere Sie, Sie haben, glaube ich, 8-10% gesagt. Ja, ich habe dazu gesagt, das ist natürlich eine Verhandlungssache, weil es muss auch mit dem Finanzministerium, mit den Organisationen verhandelt werden. Aber es muss in diese Richtung sein, okay. Ja, weil die realen Verluste sind da. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum Mindestpensionistinnen und Mindestpensionisten, die ohnehin nicht viel Geld haben, dann diese Einkommensverluste jetzt in Kauf nehmen sollen. Das geht sich bei denen einfach nicht mehr aus. Daran vielleicht gleich anschließend in einem Tweet auf Twitter im Jänner. Das Angenehme ist, Sie waren damals noch nicht Mitglied der Bundesregierung. Da gibt es noch ein paar Tweets, ja, über die wir vielleicht noch sprechen können. Hatten Sie gemeint, das Arbeitslosengeld sollte auf eine Nettoersatzrate von 70% angehoben werden. Jetzt in der neuen Verantwortung in Wien, wollen Sie das umsetzen? Dieser Meinung bin ich nach wie vor, da hat sich nichts geändert. Also manche meiner Tweets würde ich nicht mehr machen. Jedenfalls dazu nicht, kommen wir vielleicht noch. Aber das ist dann die Rolle, die man hat. Okay. Aber ernsthaft, ja, wir haben eine Nettoersatzrate, die ist im europäischen Vergleich jenseitig. Dafür haben wir das Arbeitslosengeld sehr, sehr lange. Ja. Und an den Schrauben zu drehen, höher einzusteigen, nicht unter 55% zu fallen, das ist eine rote Linie, finde ich. Und in Summe jedenfalls nicht das Bild zu vermitteln, wir sparen jetzt beim Arbeitslosengeld ein. Ja. Das geht in Zeiten der Teuerung nämlich nicht. Aber da in einzelnen Gruppen genau hinzuschauen, wie machen wir es, was schaffen wir da auch für Angebote, ist notwendig. Mein Lieblingsbeispiel, ich komme aus dem Job auch, wir haben eine Gruppe der über 55-Jährigen. Die sind teilweise beeinträchtigt aufgrund von Krankheit, aufgrund von Belastungen, aufgrund von langer Arbeitslosigkeit. Ja. Für die gibt es kein Angebot. Die sind entweder in der Notstandshilfe oder werden geschickt zur Sozialhilfe oder es wird ihnen gesagt, stellt einen Pensionsantrag, den sie nie bekommen, weil teilarbeitsfähig. Für die gibt es kein wirkliches Angebot, weil jeder Kostenträger sagt, ich nicht.
die Sozialhilfe will es nicht haben, die Notstandshilfe irgendwann nicht mehr und die Pension auch nicht. Da ein Angebot zu schaffen, diese Menschen zu beschäftigen, soll sein 2 Stunden die Woche, weil mehr geht nicht, oder halbtags oder whatever. Und ein Teil davon findet sogar den Weg noch zurück in den ersten Arbeitsmarkt. Da muss es möglich sein, ein Modell zu kreieren, wo alle 3 Träger, die sagen, ich zahle nicht, sich gemeinsam zusammentun, einen Topf definieren und die Menschen da beschäftigt werden. Da muss man einfach kreativer werden. Am anderen Ende der Biografie, der Alterspyramide bei den jungen Detto. Also junge Menschen zwischen 15 und 25, die aus welchen Gründen auch immer Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen, die kann ich nicht nur wegsanktionieren. Das geht nicht. Da muss halt hinschauen, was gibt es denn da für Problemlagen? Ja? Haben die irgendeine gesundheitliche Geschichte, brauchen die irgendwas, wo sie eine Tagesstruktur erlernen überhaupt, ja, um wieder in den Rhythmus hineinzukommen, alles dieses. Also da kann man nicht einfach sagen, Arbeitslose hängen nur in der sozialen Hängematte, Punkt, alle. Man kann auch nicht sagen, es braucht nicht Anreize und Hilfen in der einen oder anderen Form oder der einen oder anderen Gruppe, um die Motivation zu steigern. Beides braucht man. Sie sind diese Woche mit einer Studie herausgegangen, dass 1,7 Millionen Österreicher quasi fürchten sich vor einer überraschenden Zahlung von 1.300 Euro. Das könnten sie sich nicht leisten. Jetzt hört man ständig, dass die Energiepreise steigen, dass der Wirtschaftsminister Habeck sagt in Deutschland, das wird uns einen Monatsgehalt kosten. Wäre es dann nicht sinnvoll, den Vorschlag von der SPÖ aufzunehmen, dass man die Energiepreise deckelt? Also wir prüfen, ich nicht, aber Leonore Gewessler prüft da sowieso alle Möglichkeiten, die jetzt in Diskussion sind. Das ist eine davon. Ja? Oder bei der Preisregulierung und Beobachtung viel stärker einzusteigen und hinzuschauen. Ja, auch. Grundsätzliche Haltung, da gibt es schon auch aufgrund der komplexen Situation mit Krieg und Liefergeschichten und Putin, komme ich dann noch dazu, Situationen, die hatten wir so noch nie. Und natürlich muss die gesamte Palette angeschaut werden, bis hin auch zu Preisdeckelungen. Bin ich voll mit dabei. Muss man aber vorbereiten und dann machen, wenn man es fertig hat, ja, und nicht irgendwie vorher drüber lamentieren. Zweite Geschichte, Energieabhängigkeit. Ich habe mich extrem geärgert über die Aussage von Mara heute, der irgendwie meint, jetzt muss man doch mit den Sanktionen gegen Putin aufhören, weil es ist wirtschaftlich nicht gescheit und wir hängen eher am Gas und das geht sich sonst alles nicht Harald aus. Harald Mara, Wirtschaftskammerpräsident, ehemals Wirtschaftsminister. Genau. Das ist ein Ausmaß an Unverantwortlichkeit, das macht mich fassungslos. Das macht mich fassungslos. Ja? In der Situation, in der wir sind, wo es eine hohe europäische Solidarität gibt, Putin, der den Krieg vom Zaun gebrochen hat, der verantwortlich ist für den Tod von Tausenden von Menschen, ja, der Landraub begeht, dem jetzt wieder den roten Teppich ausrollen zu wollen, nur weil man meint, dann wirtschaftlich wieder am billigen Gas hängen zu können, das ist in einem Ausmaß absurd, wie ich es bislang nicht vernommen habe. Das ist verantwortungslos. Das ist verantwortungslos. Und ein Kammerpräsident, der uns in der Vergangenheit immer erklärt hat, was die Grünen da wollen mit dieser Energiewende und diesem Umstieg auf erneuerbare Energien. Das geht sich alles nicht aus und das braucht man nicht. Ja. Will uns jetzt erklären, wir müssen dem Putin praktisch den roten Teppich wieder ausrollen, damit wir wieder billiges Gas bekommen? Denk unmöglich, in aller Klarheit. Aber Herr Minister, gibt es nicht einen großen Unterschied zwischen den deutschen Grünen, die Kollegin hat es angesprochen, und den österreichischen Grünen? In Deutschland wird von Entbehrungen, von Einschränkungen, von einem harten Herbst gesprochen. Den Eindruck hat man ja in Österreich so nicht. Warum diese zurückhaltende Rhetorik? Naja, was ich teile, ist, dass der österreichische Diskurs dazu schon ein deutlich anderer ist. Was ein bisschen schwierig ist, ja. Gewessler macht im Prinzip dasselbe wie Habeck. Ja. Sie kümmert sich um Notlösungen, sie kümmert sich um Notfallpläne, sie fährt in arabische Länder, um Flüssiggas irgendwie zu organisieren. Alles Dinge, die Habeck auch macht. Macht es Habeck, wird er bejubelt, macht es die Gewessler, wird es gescholten. Das halte ich für ein bisschen absurd, ja, ehrlich gesagt. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie kommuniziert man. Aber wir befinden uns in Situationen, ja, und sie sagt das auch, das wird extrem heikel und schwierig. Wird zu Einschränkungen führen. Ja? Und meine große Sorge, damit sie immer wieder bei der Teuerung ist, dass es uns gelingen muss, ein Mindestmaß auch an sozialem Zusammenhalt
zu bewahren, wenn uns die Geschichte um die Ohren fliegt. Ja? Also wenn irgendwie ein Drittel der Leute bis hinein in den Mittelstand nicht mehr weiß, wie sie ihre Miete zahlen soll, nicht mehr weiß, wie sie ihre Lebenshaltungskosten bestreiten wollen, dann sind die Leute auf der Straße. Ja? Und dann fliegt uns sozial das ganze Gefüge um die Ohren. Und das ist ja der Punkt, warum ich so sehr darum ringe, ja? Auch entlang der Corona-Politik und aller anderen, ein Krisenmanagement zu betreiben, das auch sagt, Leute, wir kümmern uns drum. Wir wissen nicht genau, wie wir es machen im Herbst, aber wir tun unser Bestmögliches und ringen um Lösungen, um das zu verhindern. Weil wenn das uns um die Ohren fliegt, dann verlieren wir bei vielen Menschen Demokratiewilligkeit und Demokratiefähigkeit. Und dann steht Demokratie fundamental in Frage. Und dann sind Dinge, die wir für sicher halten, Menschenrechte, staatliches Gewaltmonopol, ja, in Frage gestellt. Und das halte ich für ein reales und großes Bedrohungsszenario. Und es ist die Hauptverantwortung von Politik, und jedenfalls für mich, da ein Bewusstsein dafür zu schaffen und in dieser Sache auch Klartext zu reden. Spannend, wir sind jetzt mitten in einer Diskussion über Demokratie. Sie haben direkt oder indirekt mit dem Wort fassungslos zu Harald Mahrer, auch den Koalitionspartner, kritisiert. Jetzt 16. Februar ein Tweet von Ihnen. Da ging es um zwei Sätze von Gerold Riedmann, Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, der geschrieben hatte, die Landeshauptleute dürfen sich ihrer wiedererrungenen Macht im Staat sicher sein. Sie bestellen, das Bundeskanzleramt liefert. Sie sind wie Pubertierende, die zwei Jahre eingesperrt waren und jetzt wieder Auslauf haben, nämlich die Landeshauptleute. Darauf haben Sie dann geschrieben, das mit den Landeshauptleuten teile ich. Jetzt sind Sie in der Regierung und erleben Sie den Föderalismus jetzt nicht mehr im Land, erleben Sie den Föderalismus so, da die Landeshauptleute bestellen und Sie in der Bundesregierung liefern. Sie sind nicht im Bundeskanzleramt, aber... Ja. Ich habe das schon mal als Schönwetterföderalismus bezeichnet. Ja. Immer wenn es gut läuft, sind wir eh zuständig. Wenn es nicht läuft, ist Wien zuständig. Ja. Faktum ist, es gab in Österreich einen Anlauf, eine Bundesstaatsreform zustande zu bekommen, beim Österreich-Konvent, nämlich der ist grandios gescheitert, leider. Wir sind das einzige Land in Europa, das alle Ebenen behalten hat, obwohl wir jetzt Mitglied der Europäischen Union sind. Die Steirer haben gemacht eine Gemeindereform, sind abgestraft worden ohne Ende. Zusammenlegung der Gemeinden. Grundvernünftig, da muss man ihnen heute noch Respekt zollen. Niemand hat den Mut, da wieder anzustreifen, weil damit verliert man Wahlen. Ja? Und im Prinzip müsste es eine Politikergeneration geben, die den Mut hat, auch auf die Gefahr hin, Wahl zu verlieren, die sich dieses Themas wieder annimmt. Wir haben einen Dschungel an Zuständigkeiten, der ist abenteuerlich, der generiert Ineffizienzen ohne Ende. Ja? Und wieder mal neu zu regeln, wer macht was, und zwar zur Gänze. Ja? Und diese geteilten Zuständigkeiten halte ich für vollkommen unmöglich. Ja? Entweder es ist der Bund zuständig oder es sind die Länder zuständig. Ja? Oder es ist die Gemeinde zuständig oder das Land. Geteilte Zuständigkeiten generieren nur Reibungsverluste. Und irgendwer wird irgendwann den Mut haben müssen, ich bin dann nicht mehr dabei, ja, das Ding neu aufzustellen. Tut mir leid. Ja. Es geht sich so nicht mehr aus. Und entweder wir machen es aus der Situation heraus, noch der bequemen Möglichkeit gestalten zu können, oder aus der Not heraus. Und aus der Not heraus die Geschichten zu machen, ist ganz schlecht, ja, weil dann wird es noch weniger akzeptiert. Sie haben nichts zurückgenommen von dem, was da in dem Tweet aus Vorarlberg noch Nein, drin war? Nein, warum sollte ich? Es ist einfach jetzt Zeit, auch Klartext zu reden. Ja. Wir können jetzt so tun, es gäbe keinen Krieg, ja, keine Teuerung. All die Dinge, die wir diskutiert haben, und können einfach gemütlich so weitermachen wie bisher. Das geht sich einfach nicht aus. Und entweder wir kapieren das jetzt und trauen uns, ein paar Dinge anzusprechen und auch auszustreiten. Ja, natürlich wird darüber gestritten werden. Selbstverständlich gibt es da keine einheitliche Meinung. Natürlich wird es da Aufruhr geben. Ja? Aber der Aufruhr ist wesentlich größer und wird wesentlich größer und tiefgreifender sein, wenn wir es nicht machen. Ja? Und Sie merken meine Emotionen. Das bewegt mich wirklich. Ja? Entweder wir kapieren, es werden die Dinge nicht mehr so werden wie früher. Wir sind nicht mehr die Insel der Seligen. Die wird es nie wieder geben. Sorry. Ja? Also lasst uns gemeinsam darüber streiten und diskutieren, wie machen wir es. Ja? Muss man streiten darüber. Und es gibt unterschiedliche Modelle, Zugänge. Aber wenn wir es nicht tun, fahren wir das Ding an die Wand. Weil Sie jetzt viel vom Mut geredet haben, warum hatten Sie nicht den Mut, quasi die Vollspaltböden schneller abzuschaffen als in 18 Jahren ab 2040?
Also es geht um Schweinehaltung, ja, ja. Ja, und genau. zur Erklärung, ja. Die Vollspaltbetonböden werden zwar abgeschafft. Was der Verein gegen Tierfabriken hat uns Mut konzidiert. Ja. Das habe ich sehr erfreut wahrgenommen, weil die schon erkannt haben, das ist ein Riesenschritt. Jetzt kann man über die Übergangsfristen reden, ja, aber es ist ein Systembruch, ein Systemwechsel. Mhm. Es wird damit der Weg freigemacht in eine zukunftsfähige Landwirtschaft, ja, und es wird ab 2023 keinen Umbau und keinen Neubau mehr geben, wo die Form der Schweinehaltung Platz hat. Die AMA wird über ihre Begleitprogramme ab 2024 das beschleunigen. Der Handel wird es über Kennzeichnungspflicht beschleunigen. AMA Agrarmarkt Austria. Das heißt, da wird die Dynamik, also wenn einmal das Enddatum fixiert ist, fährt der Zug und nimmt Fahrt auf. Ja, das haben auch alle erkannt. Und ich halte es schon für einen epochalen Schritt, da jetzt endlich wegzukommen von dieser Schweinehaltung, die einfach nicht hinnehmbar ist, aber der Branche auch die Möglichkeit zu geben, den Übergangsprozess zu gestalten. Und das machen wir. Aber das ist ja auch erst in der Begutachtungsphase. Das ist ja dann erst nachgebessert worden. Also ursprünglich war ja das nicht. Das ist gestern im Parlament beschlossen worden. Ja, schon, aber es war ein ziemlicher Druck dahinter, auch von der Kronenzeitung, dass das kommt, weil... Naja, da unterschätzen Sie meinen Druck. Also ich bin auf der Geschichte draufgekniet, wie ich auf der Pflegereform draufgekniet bin, ja. Da kann ich dann schon ordentlich mobilisieren, mhm. Weil ich einfach gesagt habe, Leute, das müssen wir jetzt nützen. Wenn wir schon das angehen, dann bitte auch mit dem Enddatum versehen. Und da haben sich viele beteiligt. Mhm. Ja. Natürlich hat es eine mediale Unterstützung gegeben, unbestritten. Es waren die Tierschutzorganisationen maßgeblich mit beteiligt. Es ist von vielen Seiten auch Druck ausgeübt worden. Und am Ende ist es auch mitgetragen worden von der Branche, weil die erkannt haben, wir müssen über diese Brücke jetzt gehen. Das heißt, Sie glauben, es geht schneller als 18 Jahre? Ja, das glaube ich. Haben Sie eigentlich eine Idee oder eine Erklärung dafür, warum biologische und artgerechte Tierhaltung, die sich dann ja auch im Preis für Fleisch niederschlägt, warum das immer noch so ein kleiner Teil im Supermarkt ist und warum so wenige Leute darauf sozusagen zugreifen oder zugreifen wollen und lieber das Billigfleisch aus anderen europäischen Ländern nehmen? Ist es nur der Preis? Wissen die Leute das nicht? Oder? Ja, es ist eine Frage der Kennzeichnung schon. Also es muss einfach stimmen. Es muss drin sein, was draufsteht. Oft nicht der Fall. Darum Herkunftskennzeichnung. Schon, also es haben die Regalmeter an regionalen und biologischen Produkten deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Jetzt über die Teuerung wird es da wieder Verluste geben. Und werden. Genau, eher so. Ja. Und das ist schon eine Grundsatzfrage und Entscheidung. Wie produzieren wir Lebensmittel, vor allem auch Fleisch? Mhm. Ja, mit welchen Haltungsmethoden, mit welchem Einsatz von Pestiziden? Massentierhaltung hat auch etwas zu tun mit der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, nachgewiesenermaßen. Also da schließt sich dann der Kreis wieder zur Pandemie. Die Art, wie wir wirtschaften, wie wir Lebensmittel produzieren, wie wir Massentierhaltung betreiben, wie wir düngen, wie wir CO2 in die Atmosphäre blasen, das hat ja alles sozusagen dann einen Impact auf die Zukunftsfähigkeit der Welt insgesamt, um es jetzt ein bisschen groß zu formulieren und zu artikulieren. Aber das zu begreifen als einen Ansatz, ja, sozusagen es gibt den einen Planeten, auf dem wir uns bewegen und wir müssen darüber nachdenken und uns ändern und ein Verständnis dafür bekommen. Der wird nur funktionieren, dieser Planet, wenn wir uns ihm gegenüber so verhalten, dass er uns weiter die Lebensgrundlagen bieten kann. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder, Enkelkinder oder die dann keine Grundlage mehr. Aber da sind Sie ja in allen Ihren Facetten gefordert. Als Gesundheitsminister gesunde Lebensmittel, als Grüner, der sagt, regional produziert, biologisch produziert, artgerecht produziert. Also da müsste eigentlich eine Bio-Bauern-Offensive geben, wenn das so kommen soll. Deshalb bringe ich also diese Ansätze auch unter einen Hut zu bekommen und versucht, das Gespräch zu führen mit dem Handel, mit den Branchen, mit der Landwirtschaft, mit all diesen Bereichen und ein Verständnis dafür zu bekommen. Leute, wir müssen diese Transformation hinbekommen, egal wo. Ja. Und jetzt bin ich schon lange genug im Geschäft, um zu wissen, es geht eh nicht von heute auf morgen, es geht deutlich zu langsam. Ja. Aber wenn ich sozusagen resignierend zur Kenntnis nehmen würde, es dauert eh zu lange und ich lasse es bei Kleinigkeiten, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Ja. Und deshalb versuche ich ja sozusagen, die Hartnäckigkeit an den Tag zu legen, die es braucht, ja, die Geschwindigkeit zu beschleunigen, ja, und mit allem, was ich habe an Energie und vielleicht auch an Erfahrung, da
darauf zu dringen, was weiterzubekommen. Ja? Das war bei der Pflege so, das war beim Tierschutz so, das ist bei der Teuerung, bei der Inflationsabgeltung so, das ist bei der Pandemiebekämpfung so und letztlich auch, das ist, da bleibe ich dabei, beim Umstieg auf erneuerbare Energien, weil das kann ich nicht loslassen. Zum Abschluss der heutigen Sendung, wir haben noch wenige Minuten, erleben Sie hier wirklich nicht resignierend, sondern sehr, sehr kämpferisch in allen Fragen. Das Politikerleben, der Planet-Politiker, Ihr Landeshauptmann Markus Wallner in Vorarlberg musste sich vor wenigen Wochen zurückziehen, aus Krankheitsgründen, wegen Überlastung. Sie selbst haben eine ähnliche Situation, ich glaube im Jahr 2013 erlebt. Wie geht man damit um, dass man ständig in der Kritik steht, wahrscheinlich oft subjektiv als nicht zu Recht empfunden, aus unserer Sicht wohl doch. Wie geht man damit um, dass vor allem in der ÖVP derzeit, dass man Beschuldigter ist, dass es zu Anklagen kommen kann? Wie hält man es aus und wie kann man dann in Ihrem jugendlichen Alter von doch knapp über 60 noch die Energie zu finden und wieder zurück in den Job zu finden? Also vielleicht hat es zu tun mit meiner Krebserkrankung, die ich überstanden habe. Ja. Das war hart am Limit, also sehr hart. Und dort habe ich gelernt, aufgeben ist keine Option. Und das ist mein Antrieb. Ja. Und letztlich geht es auch um meine Enkelkinder, Kinder und Enkelkinder. Und manchmal frage ich mich wo ich die Energie hernehme. sagen wir so, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, mit meinen Ansprüchen auch zu scheitern und Dinge nicht zu erreichen, aber es nicht versucht zu haben. Ja? Und zwar mit allem, was ich zur Verfügung habe. Das würde ich mir ewig vorwerfen. Ja? Ich will es versucht haben. Und ich will mir nicht, wenn ich 80 werde, was ich hoffe, die Frage gestellt bekommen von meiner Enkelin oder meinem Enkel, warum hast du damals nicht gehandelt? Ja? Dann will ich sagen können, und ich habe es versucht mit allem, was ich hatte. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss für diesen Club 3. Es ist der letzte Club 3 vor der Sommerpause. Minister Johannes Rauch, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Danke für die Einladung. Christian Böhmer, Ida Metzger, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Und liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, wir sehen einander wieder nach der Sommerpause beim Club 3.